Und das ist die nächste Pole Position für uns. Was geht ab? Yes! Oh mein Gott. Ich kann euch nicht erklären, warum. Aber es macht so Spaß. Meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Und das ist tatsächlich eine Premiere. Ich begrüße euch zu Mario Kart Tour und damit meinem allerersten Smartphone-Let's Play. Ja, ich habe mir extra für dieses Projekt ein Tablet besorgt, auf dem ich ein bisschen zocken kann. Denn ich hätte es auch mit meinem Handy machen können, aber da wäre die Grafik nicht so schön gewesen. Da wäre nämlich dieses Bild hier viel schmaler gewesen. Denn wenn man das Ganze hier auf so einem iPhone X spielt, dann ist das Bild nämlich ziemlich lang gezogen und ziemlich schmal. Und dementsprechend spielen wir das Ganze jetzt hier auf einem Tablet. Das Spiel ist vor 3 Stunden rausgekommen. Und wir starten das jetzt einfach mal und gucken, was passiert. Ich habe es noch nicht gestartet. Doch, stopp. Einmal habe ich es kurz gestartet. Okay. Also es gibt direkt eine Version 1.0.1. Alles klar. Um meinen Nintendo-Account zu verbinden, ne? Das habe ich aber bereits getan. Aber dann habe ich direkt das Spiel verlassen. Also ich habe noch nichts getan hier. So. Und dann zocken wir einfach mal. Es ist ein Mario Kart für... Yo! Es ist ein Mario Kart für Smartphones, wie man unschwer erkennen kann. Und ich habe einen Tod erhalten. Das Spiel ist ein bisschen laut bei mir gerade. Okay, sehr, sehr schön. Ist das mein erster Charakter? 3 Turbopilze. Zünde 3 Turbopilze in Folge und gehe es hin. Okay, der ist selten angeblich. Nur es ist ein Spiel, was, auf, wie gesagt, für Mobile-Geräte rausgekommen ist. Es ist auf jeden Fall für iOS draußen, für Apple-Geräte. Wie es mit Android-Geräten aussieht, weiß ich nicht. Und wir werden direkt ins Tutorial geworfen. Okay, alles klar. So, wir haben einfach und mit Driften. Natürlich machen wir mit Drift, ne? So, nach links und rechts zwischen zum Lenken, nach oben und unten für Items. Okay. Aber es ist nur eine Tutorial-Runde, ne? Gas geben tut er automatisch. Ich mache aktuell nichts. So, okay. Alles klar. Uiui, okay. Ach du Scheiße. Die Steuerung ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Obwohl, geht sogar. Man lenkt wirklich nur mit einem Finger. Es ist wie Mario Run. Das Game kann man mit einer Hand spielen. Ne, währenddessen könnt ihr gewisse Dinge tun. Überlegt es euch. So, das mit dem Driften ist natürlich ein bisschen, macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Vor allem macht es es schwieriger, einfach mal geradeaus zu fahren, muss ich zugeben. Aber man kommt weitestgehend ganz gut rein. Boah, es ist einfach mal was ganz anderes. Aber ich muss zugeben, ich bin wirklich hyped. Ich glaube, das hat großes Potenzial. Nachdem wir jetzt auch schon, ich weiß gar nicht, 38 Jahre lang Mario Kart 8 spielen, kann es nicht schaden, einfach mal ein neues zu zocken. Auch wenn es für Smartphones rauskommt, die ja meiner Meinung nach jetzt nicht so gut zum Zocken geeignet sind. So, jetzt muss ich euch wegzünden, ne? Okay, man kriegt immer 3 Items auf einmal, was ich relativ krass finde. So, da lassen wir uns erstmal den roten Drift raus und dann direkt den Pilz hinterher, die rote auch noch. Und dann, oh nein, ich will fliegen. Yes, sehr schön. Also auch das geht. Wir fahren hier übrigens gerade auf der allerersten Strecke aus Mario Kart 7. Das müsste, boah, ich weiß gar nicht genau, wie die heißt. Hieß nicht irgendwas mit Luigi's Strecke? Ist das nicht Luigi's? Oder ist das der Toads? Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, mit den Strecken in Mario Kart 7 bin ich nicht so ganz vertraut. Leider. Wirklich, wirklich leider. So. Aber ich, das ist übelst der Item-Overkill. Jetzt mal no joke. Und was? Jetzt habe ich 3 gleiche Items und jetzt habe ich Party. Jetzt habe ich einen Stern. Und kann hier permanent Items werfen. Dann hat man unendlich Items. Holy shit, was ist denn das für ein Overkill? Was ist denn das für ein Item-Overkill? Wow. Ihr merkt, ich bin gerade etwas sprachlos. Das ist eine komplett neue Spielerfahrung. Ich habe auf mein Tablet gespotzt. Das ist wirklich was komplett Neues. Spitzenleistung, das muss gefeiert werden. Zünde die Röhre und erhalte eine wertvolle Belohnung. Okay, wir kriegen also irgendwie immer Belohnungen aus diesen Röhren. Ich weiß noch nicht genau, was es damit auf sich hat. Und jetzt kriegen wir... Oh, nee. Wirklich. Ich mag die nicht. Okay, Peach. Sie hat wohl das Item Herz. Dieses Herz schützt sich vor Angriffen der Rivalen. Ah, es ist ein Schutzschild. Ja, we know. Okay. Na? Es gibt auch Ingame-Käufe, aber wir schauen uns das Spiel gleich komplett an. Also dann bitte anschnallen und die Motoren anlassen. Mario Kart Tour ist startbereit. Okay, Mitteilung, ja, komm, hau raus, ich nehme alles. Ah ja, erstmal einen dicken Download starten, ne? Ah, dann mach mal.
Übrigens trinke ich natürlich Coke Zero und keine mit Zucker. Ich bin ja gerade auf Low-Carb-Ernährung, für alle, die sich wundern. Aber jetzt sieht's aus, als ob wir fertig werden. Ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Toursaison New York eröffnet. Ne, das habe ich schon so ein bisschen mitbekommen. So, dieses Spiel spielt sich immer wohl in verschiedenen Großstädten ab, so ein bisschen. Deshalb der Name Tour, weil es so um die Welt geht. Jede Toursaison erstreckt sich über 2 Wochen. Warte jedoch nicht zu lange mit deiner Teilnahme und zeig allem, was du drauf hast. Okay, also wir fahren jetzt quasi 2 Wochen lang in New York. Mit diesem typischen Mario Odyssey Outfit, was wir hier gerade sehen. Okay, ne, dann... Ich tippe da einfach mal drauf, ne? Stopp, wir schauen erstmal noch kurz ins Menü. Okay, hier ist ultra viel. Hier ist ein Shop. Ich kann hier noch nichts tun. Ich kann im gesamten Menü noch nichts tun. Ich muss erstmal den Cup abschließen. Ich würde sagen, dann starten wir einfach. Wähle Fahrer und Fahrzeug und Gleiter sorgfältig aus, denn sie verschaffen dir Vorteile auf den Spezialstrecken. Okay, wir haben ja aktuell nur Toad und Peach. Die sind Level 1, also man kann seine Charaktere wohl leveln. Sehr, sehr cool. Und da steht jetzt bei beiden eine 450 daneben. Was die bedeutet, I don't know. Ich würde einfach mal sagen, wir nehmen Toad. Und wir haben auch nur ein Kart zur Verfügung mit einer 200, auch Level 1. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was die Nummern bedeuten. Auch aktuell nur einen Gleiter. Wenn du ein versierter Kartfahrer bist, warum probierst du nicht einmal die 150 CCM-Klasse aus? Ja, safe, Alter. Instant. Direkt rein in die 150 CCM. Was soll's? Oh, wir fahren direkt online, oder was? Oh, nice. Sehr schön. Es gibt also gar keinen Offline-Cup. Man düst also immer online rum. Und es sind Punkte, die man sammeln kann. Der erste kriegt 2400 Punkte, der zweite 2040 und der dritte 1800. Okay, ich krieg jetzt schon Punkte dafür, dass ich existiere, oder was? Oh, warte, es gibt einen Turbo-Start. Oh, das wusste ich nicht. Alles klar. Na dann, also es gibt natürlich auch wieder Münzen. Man kann auch Tricks machen. In der Luft einfach nach vorne drücken, ne? Okay, super interessant. Oh, shit. Oh, boy. Ja, ja, schöner Drift. Schöner, aua. Okay, es ist natürlich sehr, sehr cartoony gemacht. Es ist einfach mal ein ganz anderes Gefühl. Aber die Grafik ist viel besser, als ich erwartet habe. Die Grafik ist wirklich viel besser, als erwartet, muss ich zugeben. Das sieht wirklich nach einem sehr, sehr schönen Mario Kart. Oh, oh, falsche Richtung gedriftet. Nach einem echt schönen Mario Kart aus. Und vor allem, es hat sich wirklich gelohnt, das Tablet zu kaufen. Ne? Ich habe ja wirklich überlegt, soll ich's übers Handy machen? Aber dachte ich mir so, komm, für die bessere Videoqualität bestellst du noch ein Tablet. Montag bestellt, gestern angekommen, heute schon direkt in der Aufnahme, Guys. Ich glaube, die Tricks macht er automatisch, merke ich gerade. So, und jetzt gib mir hier mal ein paar nice Items. Aua, aber ich stehe auf dem Turbostreifen, da komme ich direkt los. Ah, und das ist jetzt, glaube ich, hier diese Spezialfähigkeit von Toad. Die 3 Pilze, die auf einmal zünden kann. Oh nein, ich bin Vierter. Komm, lass mich auf die 3, da gibt es nämlich massiv Punkte für. Da gibt es nämlich massiv Punkte für. Ey, ich spiele so schlecht. Ja, nein, nein, du Sohn. Lass mich vorbei, bitte. Oh yeah, eine blaue, sehr schön. Oh nein, das reicht nicht. Wir kommen auf Platzierungsziel. Scheiße, oh, ich wäre sogar ein Dritter geworden. Oh, okay, wir haben mit 850 Punkten gestartet und jetzt haben wir 3200. Okay, es gibt wohl... Nur einer hat Mario bekommen als Startcharakter. Alles klar, so. Okay, wir können direkt leveln. Ich glaube, unser Gleiter und unser Kart haben ein Level abbekommen. Das bedeutet, die Basispunkte sind auch gestiegen. Okay. Ich krieg 5 Sterne für das Rennen. Sammle große Sterne, um sie in Toursaisons einzusetzen. Okay. Es gibt so eine Art Rennbewertung, ne? Für bestimmte Punktzahlen erhältst du große Sterne. Also begib dich auf die Punktejagd und greif nach den Sternen. Okay. Wenn du das meinst, ich habe eine Münze bekommen. 4. Wow, wir sind so reich. Was sind diese Aktionen hier oben? Ach so, da sehe ich, für was ich alles Punkte bekommen habe. Alles klar, ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Okay, wir haben unser erstes Rennen abgeschlossen. Mit 5 Sternen. Ah, und deshalb jetzt eine neue Strecke freigeschaltet. Okay, aber da mache ich direkt mal weiter. Ich bleibe bei Toad. Ich level den Dude jetzt einfach mal. Unsere Karten sind ein bisschen besser geworden. 4 Punkte haben wir jetzt bei beiden dazu bekommen. Ey, das macht wirklich Spaß. Das macht wirklich, wirklich Spaß. Oh, und das ist ja, das steht ja, die 3DS Cheap Cheap Bucht. Wir fahren hier gerade nur auf... Die erste Strecke war eine Original Mario Kart Tour Strecke, die gab es davor nicht. Und das ist jetzt eine 3DS Strecke. So, mal schauen, ob der Turbostart immer noch der gleiche ist. Ja, kurz nachdem die 2 erschienen ist, müsst ihr drücken, ne? Und dann fährt... Oh mein Gott. This is so amazing. Es macht wirklich, wirklich Spaß. Ich bin ehrlich, boah, man kann hier in der Luft lenken, ne? Okay, immer schön tricksen. Immer schön tricksen.
Bloß das Lenken ist ein bisschen weird. Aua, da habe ich gerade den Bowser-Panzer abbekommen. Oh nein, ich wollte das Item haben. Dann frisst mich die Muschel. Dann frisst mich die Muschel, aber kein Problem. Schon wieder! Was ist das für eine Bait-Muschel? Was soll das? Moment mal, wir nehmen direkt die Abkürzung, Guys. Wir nehmen direkt die Abkürzung. Das ist zwar ein bisschen weird. Aber es hat geklappt. Aber es hat geklappt. Die rote nehme ich natürlich gerne mit. Wir lenken nach unten, um uns den Turbostreifen noch mitzunehmen. Ich wollte ihn nicht nach hinten werfen. Wie gesagt, die Steuerung ist noch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Aber ich glaube, man fährt immer nur zwei Runden, ja? Ja, das lässt die... Finde ich keine schlechte Sache. Smartphone-Games sind ja eher was, was man normalerweise zwischen reinschiebt, ne? Bei einem kurzen Toilettengang oder so. Und da hat man jetzt keine Lust, immer so drei Rundenstrecken zu fahren. Dementsprechend finde ich die Idee, auf zwei Runden pro Strecke zu gehen, nicht schlecht. Ich bin gespannt, ob es auch sowas wie Abschnittsstrecken gibt, ne? Also quasi, wo man nicht Runden fährt, sondern einen großen Kurs. Wäre auch spannend. So, wir nehmen jetzt mal nicht die Abkürzung, dass ich euch auch noch den anderen Weg zeigen kann. Klar, ihr kennt den, ihr seid ja alle Mario Kart-Profis. Aber einfach, dass wir ihn gesehen haben. Aber der Weg oben lang ist definitiv schneller. Sehr schön, direkt nochmal ein Pilz hinterher. Wird das unser erster Sieg, Guys? Wird das unser erster Sieg? Wenn jetzt nichts Großes mehr dazwischen kommt, dann bin ich guter Dinge. Jawohl! Da holen wir uns die Pole Position. Yes! Boah, 3950 Punkte haben wir jetzt. Erstmal ein Sip. Direkt vor zwei Japanern, richtig gut. So, und wir sind Level 2. Du erhältst nach Rennen mehr Platzierungspunkte. Okay, sehr schön, geil. Also ich finde es allgemein, ich liebe, wenn es Level Progress gibt. Wir haben alles gelevelt. Kart und Charakter und Gleiter. 3980 Punkte. Damit holen wir uns instant die 5-Sterne-Wertung. Sehr schön. 7 Münzen gibt es in diesem Rennen. Damit kommen wir auf einen insgesamten Stand von 11. Und damit holen wir uns direkt die nächste Strecke. Mario Piste 1. Ich würde sagen, worauf warten wir noch? Ich hole mir jetzt einmal Peach rein, damit ich euch die mal zeigen kann. Na? Oh, die Level bleiben trotzdem. Okay, die Kartteile bleiben trotzdem gelevelt. Das ist eine schöne Sache. Na, dann gucken wir mal. Ich habe keine Ahnung, wie das zum Zuschauen ist. Aber zum selber Zocken macht's übertrieben Laune. No joke. Zum selber Zocken macht's übertrieben Laune. So, Moment. Zack. Da holen wir uns zurück wieder den Turbostart. Sehr schön. Ja, ja. Man kommt rein. Die Steuerung ist am Anfang sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Aber man kommt rein. Aber man kommt rein. Das gerade mal... Aua! Du Sohn! Man darf sich am Anfang nicht treffen lassen. Wenn man sich am Anfang trifft, dann hat man verdammt viel aufzuholen. Und das ist in diesem Spiel gar nicht so einfach. Das ist in diesem Spiel gar nicht so einfach. Vor allem, weil Peach driftet wie eine Kuh. Eine Kuh auf Drogen. Okay, Toad driftet deutlich angenehmer als Peach. So, lass mich mal vorbei, Bro. Oh, der hat eine Tröte. Der Toad da vorne hat eine Tröte. Seht ihr das? Ihr seht das safe. Wie gesagt, das ist mein allererstes... Okay, das ist ein Schutz-Item für mich. Sehr schön. Damit bin ich erstmal safe. Vielleicht, wenn ich noch gut fahre, kann ich den noch überholen. Die Innenkurve, man kann die durch Fahrskill extrem viel aufholen. Jawohl! In der letzten Kurve noch überholt. Jetzt legen wir hier noch die Bombe nach hinten, ne? Und das ist die nächste Pole Position für uns. Was geht ab? Yes! Oh mein Gott. Ich kann euch nicht erklären, warum. Aber es macht so Spaß. Es ist so es macht... Huh! Ja, krass. Das ist... Ich habe gerade so Laune. So, wieder schön hier alles gelevelt. Sehr, sehr, sehr schön. Das ist eine angenehme Sache. 5-Sterne-Wertung natürlich wieder. Sobald du erste wirfst, kriegst du automatisch die 5-Sterne-Wertung. Wir müssen noch ein bisschen an unserer Münzausbeute arbeiten. So, und dann machen wir jetzt noch... Das nächste... Oh, das ist eine Bonusmission. Das ist gar kein Rennen, das ist eine Mission. Für diese Mission sind Fahrer und Fahrzeug vorgegeben. Okay, das ist so ein bisschen wie Mario Kart DS, diese Minispielmissionen. Aufgepasst. Oh, jetzt, ich konnte gar nicht lesen. Das war viel zu schnell weg. Start mit Turbo, das kriege ich hin. Juhu! So. Das war die Mission. Die sollte einem einfach nur zeigen, dass es den Turbo-Start gibt. Amazing. Sehr, sehr amazing. So, wir haben natürlich den perfekten Turbostart hinbekommen. Dementsprechend auch hier alle Sterne. Und damit haben wir den kompletten Mario Cup auf 100%. Du kannst Rennen jederzeit wiederholen und versuchen, deine eigenen Rekorde zu schlagen. Oh yeah. Aber es geht ja, glaube ich, erstmal einfach nur darum, die 5-Sterne-Wertung zu kriegen. Für den Abschluss deines Rennens, ersten Cups, erhältst du Rubine. Okay, ja, das ist diese Ingame-Währung, ne, die man dann fürs echte Geld kaufen kann.
20 Rubine, alles klar. Du kannst Rubine einsetzen, um die Röhre zu zünden, die unter anderem Fahrer und Fahrzeuge ausspucken kann. Ah, so Lootbox-System. Okay. Ja, komm, dann machen wir das mal. Was soll's? Komm, dann lassen wir uns einmal eine raus. Ob, wie man dazu steht, ne? In-Game-Käufe in Apps kann jeder sich selber überlegen. Aber, lassen wir uns mal drauf ein und öffnen zum Schluss der Folge nochmal eine Lootbox. Komm, gib mir was Geiles. Sieht ganz nett aus. Aber Blooper Plus, du findest öfter Blooper. Okay. Ich weiß nicht, ob Blooper sich so lohnen. Aber es ist cool, dass die einzelnen Fahrzeugteile auch Effekte haben. Fahre weiter fleißig rennen, damit schon bald alle Cups deine Vitrine schmücken. Okay, so. Wenn man sich täglich einloggt, gibt's einen Bonus. Heute gibt's 100 Münzen, morgen direkt Rubine. Sehr schön, natürlich werde ich morgen wiederkommen. So. Und an der Stelle würde ich einfach mal sagen, das war's. Das war der erste Teil von Mario Kart Tour. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin äußerst positiv überrascht. Ich bin sehr gespannt, auf was wir uns hier einlassen. Aber ich finde die Grafik schön. An die Steuerung gewöhnt man sich auch gut. Der Online-Modus scheint gut zu funktionieren. Ich freue mich auf den nächsten Part. Ich hoffe, ihr auch. Haut rein, euer Hübi.